Ey, oh mein Gott, Stegi, das habe ich noch meinem Chat gar nicht erzählt, das habe ich voll vergessen. Ich habe gestern einen Horrorfilm geguckt, okay, den neuen Insidious. Alt. Ja. Und jemand hat mir den Tag davor, also ich habe gestern ja auch gestreamt, und jemand hat mir in dem Stream vor dem Kinofilm... Stimmt, das hast du mir erzählt. Da hat jemand geschrieben, der Film war ziemlich nice, aber diese Sachen, die du erzählt hast mit dem Cum-Countdown, die haben alles versaut, Digga. Nee, ich dachte, die Person hat gesagt... Aber an einer Stelle wirst du an Stegi denken oder sowas, kann das ja, sein? Ja, genau das, ja. Ja, okay. Und er meinte, das hat es für ihn ein bisschen ruiniert. Bruder, ich sitze da, okay, und da ist so ein Guy, der endet an so einer anderen Welt, okay, ohne jetzt zu krass zu spoilern. Und da ist eine Frau, die zählt von 10 runter, Bro. Oh Gott. Und es passiert dreimal oder so. Digga, Junge, ich sitz da, hab den übelsten Lachkick einfach. Es ist übelst angespannte Situation im Kino, Bruder. Auf einmal muss ich an den Stegi-Cum-Countdown denken, Junge. Ja, ist doch aber gut, oder? Mhm. Ja, aber was? Also hat Spaß gemacht dann? Jetzt bitte. Ja. Hab die Decke mitgenommen. Und hast du wirklich dabei gehabt? Nein. Nein, Bro. Och, Mann. Mann, nur fucking Weirdos, nimm eine Decke mit ins Kino, Digga. Nein, doch! Nein, Leute, die selbstbewusst sind und denen es egal ist, was andere Leute denken. Nein. Doch! Nein. Ey, Bro, das war so peinlich gestern, ne? Ich hab mich im Kino, ich hab mich mehrmals so doll... Eingeschissen. Ich hab mich so... Also, mich haben 3 Jumpscares so hart gehittet. Ich bin aufge... Also, ich hatte Airtime in meinem Stuhl. For real. Ich hab mich noch nie so erschrocken im Kino. Das ist doch Teil vom Placement, du Wichser. Nein, ich weiß nicht, warum. Die waren sehr gut, aber die waren jetzt auch nicht... crazy besser als sonst. Also ich habe ja auch schon sonst gute Filme geguckt, aber gestern war irgendwie der Scare-Faktor höher bei mir und ich hatte Airtime, Bro. For real. Ich hab so ein Stück mein Stuhl, ich hab so, Digga, Marsch hat mich ultra ausgelacht. Nein, for real, war ein guter Film. Ernsthaft? Ja, for real. Es war mir mega peinlich, weil in dem Moment, wo ich mich erschrocken habe, hatte ich das Gefühl, kein anderer hat sich erschrocken. Und ich hatte das Gefühl, ich war der Einzige, es war mir so peinlich, Bro. Es war so, ich habe mich erschrocken und danach war ich noch so 30 Sekunden peinlich berührt, weil ich der Einzige war. Aber ist doch egal im Kino, weißt du, jeder darf doch sich erschrecken, wann er möchte. Ja, I guess.